Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Aminix TV und wieder Feed the Beast auf meinem Server. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir da so eine kleine Höhle gesehen haben. Ich hoffe, die finde ich jetzt gleich auch nochmal wieder, weil ich habe mir die nämlich leider nicht markiert. Zwei Schwerter haben wir noch dabei. Wir sind wieder vollgeladen. Oh. Bitte dicht. Und wir werden uns gleich definitiv. In diesem Schwarm stellen müssen. Weil er wartet nämlich schon auf mich. Was auch immer dieser Schmutzschleim ist. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn die andere Höhle hier? Die war doch auch hier irgendwo in der Ecke. Ja, da haben wir sie. Dann wollen wir mal hier reinmarschieren. Und da sind wir erstmal tierisch im Arsch, weil uns da auf jeden Fall einiges entgegenkommt. Und der haut mich gleich bestimmt aus den Latschen. Boom. Oh mein Gott. Also so groß sieht die Höhle gar nicht aus, aber wir müssen uns erstmal hier vorbeigraben. Und ich möchte gerne eine Treppe haben, damit ich auch schnell weg kann für den Fall der Fälle. Okay, hier ist nicht wirklich. Doch, wasserdurchzogener Stein. Was auch immer das sein soll. Nein, wir gehen hier lang. Und wir setzen da noch eine Fackel hin. Da noch eine Fackel hin. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich glaube von hier, oder? Nein, von hier bin ich nicht gekommen. Aua! Aua! Wieso wurde ich infiziert? Von wem oder was? Oh, schon wieder so ein Stein. Was haben wir denn hier hinter? Sieht nach einer riesengroßen Höhle aus. Okay, wir gehen jetzt mal weiter gucken. Wie weit sich das ganze Ding hier noch erstreckt. Und wir setzen hier eine Fackel hin. Okay, damit ist dann hier zu Ende. Wir nehmen aber die Dinge auch noch mit. Durchzogener Stein. Also ich weiß nicht, was das ist, aber. Ich sag mal, ich habe lieber zu viel als zu wenig davon. Wir bauen jetzt erstmal hier die Sachen ab und dann setzen wir da noch eine Fackel hin. Und gucken wir mal, was wir hier so haben. Okay, hier haben wir nichts mehr. Außer Bernstein, aber Bernstein nutzt uns ja nichts irgendwie. So, und dann einmal hier raus. Jetzt gucken wir, wie wir hier aus der Höhle rauskommen. Da ist der Ausgang. Aua. Also müssen wir irgendwie da hoch. Da hoch. Dann irgendwie. Müssen wir uns selber einen Weg bauen und machen wir das so und dann sind wir auch schon da. Jetzt habe ich gerade total vergessen. Das ist jetzt auch so ein bisschen untergegangen. Oder schon wieder so ein Schwarm. Lass mich ran. Weil bevor wir nämlich jetzt hier komplett weitermachen, gebe ich euch nämlich erstmal mein Intro. So, und dann sind wir nämlich auch schon wieder da. So, jetzt haben wir nämlich hier noch ein paar Erze gefarmt. So, das Ding da raus, das Ding da raus, das Ding da raus. Dann noch ein bisschen Knochenmehl. Mit erstmal Eisenbarren da raus. Die packen wir mit da rein. So, das nächste, was wir machen, ist, dass wir uns
Knochenmehl herstellen wieder. Weil das werde ich irgendwann sehr gut für die Pflanzen und all sowas brauchen, wenn ich dann anfange anzubauen. Und jetzt gucke ich erstmal. Der hatte doch gerade eben noch eine Live-Anzeige. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter gucken. Das ist echt verdammt schwierig. So, ich sag mal, zumindest mit diesen komischen Viechern, weil man. Ich weiß ja überhaupt nicht, was so teilweise auf mich zukommt. Also im normalen Spiel wüsste ich das. Dann hätte ich ein paar Zombies und ein paar Creeper und. Das wäre es dann gewesen. Aber ich meine, hier ist das ja wieder eine ganz andere Nummer. Wenn ich schon da vorne diesen riesengroßen Fliegenpilz sehe. Diese riesengroßen Pilzwelten, Alter, das ist. Okay, also wir haben eine gute Stelle gefunden, wo wir auf jeden Fall gleich runter können und wo ich denke mal einiges an Erz drin sein wird. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Und jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir denn hier? Obsidian-Totenkopf. Den kriege ich nicht abgebaut. Obsidian. Funktioniert halt noch nicht. Basalt. Was auch immer Basalt sein mag. So, wir gucken einfach nochmal weiter. Home ist in die Richtung. Okay. Weil wir wollen ja immer so ein bisschen die Orientierung haben. So, da vorne ist wieder Wasser. Okay. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal oben die Schneelandschaft an. Hier ist noch eine Höhle. Ich muss natürlich ein bisschen mit meinen Fackeln aufpassen, weil so viele habe ich nämlich nicht mehr. Okay, so groß ist die Höhle auch nicht. Zum Glück. Aber wir bauen das Ding wieder ab. Ey, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wofür ich das brauche, ne? Wieder getreu nach dem Motto, lieber zu viel als zu wenig. So, und dann geht's jetzt hier hoch. So, ich wollte jetzt hier eigentlich mal in diese Schneelandschaft. So, und damit haben wir dann auch auf jeden Fall auch schon gut gegessen. Und jetzt geht's in den Schnee. Der hat auch schon wieder so eine komische. Ist das eine Mario-Mütze? Luigi-Hut, ich hatte doch noch recht. Also ich war jetzt. Ja, grün, rot war ja Mario. Grün war ja Luigi. Hier ist nichts drin. Da wollen wir nicht runter, nein. Und ab da hoch. Und wir gucken weiter nach oben. Aber am besten hat man ja immer oben den geilsten Ausblick. Jetzt gucken wir mal hier einfach so, was wir hier so haben. Ich glaube, da ist mein Home. Und hier in der Richtung ist. Was haben wir denn hier so alles Schönes? Ich glaube, hier vorne werde ich mich ja sogar einbauen.
hinbauen. Das bedeutet, wir, weil das sieht hier zumindest wieder normal aus. So, wir werden jetzt hier gleich ein bisschen abbauen und uns hier eine kleine Hütte bauen. Ich hoffe, das kriegen wir schnell genug hin, weil hier sieht das eigentlich richtig schön aus. So, und wir bauen uns jetzt erstmal ein kleines Haus auf. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. So, 5 mal 5. 4, 5. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ah, scheiße, das passt nicht. Also das erste, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist uns wieder hinlegen. Das heißt, wir bauen jetzt hier ein Bett rein. Bevor nämlich die ganzen Gegner kommen, möchte ich nämlich schon liegen. So, perfekt, weil jetzt kann ich nämlich hier auch noch ein bisschen weiter bauen und kann mir das hier also ein bisschen zurecht bauen. Okay, das war jetzt nice. Das bedeutet, kriege ich diesen Stamm da oben hin, dann fällt der ganze Busch zusammen. Perfekt. So, und dann wollen wir natürlich jetzt hier auch noch ein bisschen abreißen und ein bisschen Erde dahinstellen, damit ich da gleich mein Haus hinstellen kann. Wobei, jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Zeit, das heißt, wir können das Haus auch ein bisschen größer bauen. Finde ich jetzt eigentlich. Und zwar mal ein bisschen viel größer. So, die Reihe können wir lassen. Zack. So, tak, tak, tak. Wir hacken erst mit dem Baum ab, den haben wir glaube ich ein bisschen schneller. So, damit haben wir dann, jetzt müssen wir noch die Gummibaum-Dinger abrupfen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Weil hier lassen wir uns jetzt häuslich nieder. Deswegen machen wir hier auch erstmal alles so weit platt. Aber wir haben ja zum Glück noch eine zweite Axt. So, perfekt. So, und dann bauen wir jetzt das Haus auf. So. Jetzt holen wir uns nämlich noch ein bisschen Gras. Grasblöcke. Na gut, die werden ja gleich Erdblöcke.
jetzt nicht unbedingt mit der Spitzhacke machen sollen, weil es geht genauso schon an. Aber okay. Wir können jetzt erstmal hier das noch ein bisschen ausfüllen. Platz haben für die komplette Hütte. So, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt mit den Dingen kommen. Da brauchen wir noch ein paar. Die Reihe machen wir noch zu Ende. So. Dann haben wir hier noch einiges an Holzstämmen. Dann bauen wir uns jetzt erstmal hier ein Haus auf. Nein! So, das machen wir gleich auch nochmal besser. Aber wir wollen ja erstmal ein schönes großes Haus haben, wo wir uns förmlich niederlassen können. Und deswegen machen wir das auch ein bisschen größer. Lagerecke und alles reinbauen. Ja, ich muss dann nämlich gleich auch noch mal ein paar Mal rübergehen und die ganzen anderen Klamotten holen. Das mache ich aber immer dann, wenn es nicht unbedingt Nacht ist. So. Die Welt wurde gespeichert. Okay, das ist schon gut. So. Jetzt fangen wir noch mit dem Ding an. Wir müssen uns gleich auf jeden Fall neues Holz besorgen. Das Haus ist doch schon ganz schön groß geworden. Ich hoffe, dass ich hier noch eine zweite Reihe erstmal hinkriege. Deckholz, leck mich am an der Foot. So. Ja, das Bett kommt erstmal hier in die Ecke. Das erste, was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall damit. Gucken wir. Erstmal brauchen wir Holz. Und zwar ganz viel Holz. Zack. Und erstmal eine Werkbank. Zack. Und wir haben erstmal ein paar Truhen und können jetzt hier mit den Truhen, die wir gleich sammeln, können wir auf jeden Fall jetzt einiges machen. Zack.
ja, das kann ich ja nicht direkt nebeneinander setzen. Stimmt, da war ja was. Und dann können wir jetzt hier nämlich die ganze Kacke, die wir gesammelt haben, erstmal alles hier reinschmeißen. Dass wir dann auch wirklich so mal ein bisschen Platz und Freiraum erstmal wieder haben. So, ich glaube, es wird langsam Nacht. Jetzt kann ich an dem Ding nämlich hier schön hier hochlaufen. Werden wir auf jeden Fall gleich noch eine schöne kleine Tür herstellen, damit die Viecher halt hier nicht reinkommen. Jetzt müssen wir mal kurz mal gucken. Nein, das reicht nicht aus. Das bedeutet, wir müssen noch mal ein bisschen farmen gehen. Zack. So, das erste, was wir nämlich jetzt machen, ist noch mal die Dinge herstellen. Aus den Dingen baue ich mir jetzt erstmal eine. Zwei von den Dingern. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Und zwei Holztüren. So, diese Holztüren, die werden jetzt hier reingesetzt. Das wird dann auch das Letzte sein, was ich jetzt erstmal für diese Runde hier tue. So, dann wollen wir nämlich die zwei Tuchplatten dahinter setzen, zack, und schon geht das Ding zu. Und dann legen wir uns hin und schlafen. Also, und dann werden wir jetzt anfangen und so nach und nach mal die ganzen Klamotten von drüben, von meiner Heimat holen. Und schmeißen erstmal hier alles rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen. So. Und dann geht es erstmal. Wobei, ich baue jetzt erstmal noch ein bisschen weiter zu Ende. Dass wir dann auch gleich schon mal das Haus hier fertig haben und dass da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Creeper oder sowas reinkommen. Müssen wir natürlich gucken. Ich brauche natürlich auch das richtige Holz dafür. Wir wollen es ja im gleichen Stil bauen. So, und damit haben wir jetzt erstmal ein bisschen was hergestellt. Wir können gleich erstmal unser Haus so ein bisschen weiter bauen, fertig bauen. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Wir hauen jetzt erstmal eine vierte Ebene darüber. Bis dahin laufen, zack. Jetzt haben wir nämlich noch eine dritte Ebene hier drin.
Also, damit haben wir das Ding schon mal erledigt. So, damit haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Jetzt schmeißen wir die ganzen Klamotten da rein und jetzt holen wir erstmal die anderen Sachen von drüben. Weil da haben wir nämlich auch Fackeln und die sind, glaube ich, gleich ganz wichtig. Da hätte ich vorher dran denken sollen. Ich brauche nämlich erstmal einen Wegpunkt. Und zwar neu, ist jetzt scheißegal, wir speichern den jetzt mal so. Und zum Grünen müssen wir gleich hin. Okay, perfekt. Gucken wir mal, was das Wichtigste ist. Und zwar denke ich mal, das Wichtigste sind einmal Erze. Die soll ich drüben haben. Holz nehmen wir auch direkt mit. Essen nehmen wir auch mit. So, und jetzt reißen wir hier noch die Truhen ab. Das ist jetzt nicht so wichtig, das auch nicht. Ja, ich sag mal, die Sachen, die können wir noch irgendwo mitnehmen. Nein, wir schmeißen das Ding raus. Was nehmen wir jetzt nicht mit? Und zwar, den Stock, den kann ich mir da hinten selber holen. Das Ding brauchen wir auch nicht. So. Können wir das Ding noch mit rausschmeißen? Gut. Wolle haben wir da drüben ja ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Mist hier abgefarmt oder abgemacht kriegen. Oh, das wird eine ganze Zeit dauern. Komm, 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 komm. 80, 90, 100. Perfekt. So. Und dann wollen wir das Ding noch abreißen. Nehmen das Ding auch noch mit rüber und die Hühnerfedern nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Das kann ich hier lassen. Das nehme ich lieber mit. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns Richtung Grün und lassen die Sachen einfach alle da liegen und bauen uns da hinten jetzt so den Rest komplett neu auf. Dann können wir die Home,
den Home-Waypunkt gleich auch wegsetzen. Oder, ach komm, wir holen die anderen Sachen gleich auch noch. Die haben wir ja so schön zusammengefarmt. Und wer weiß, wofür wir das auf jeden Fall noch brauchen. Das machen wir dann in der nächsten Fuhre. Das heißt, wir schmeißen jetzt gleich erstmal die Sachen dahin. Und in der nächsten Folge werde ich dann die anderen Sachen holen und werde noch weiter bauen. Dann werde das Haus dann erstmal so halbwegs fertigstellen. So, damit haben wir das dann auch schon mal hier. Perfekt, ich bin sehr begeistert. Und dann erstmal die Fackeln hier dran setzen. Das ist, glaube ich, so das allererste Wichtigste, was wir jetzt hier machen. 1, 2, zack. 1, 2, zack. Okay. So. Und jetzt haben wir das nämlich auch. So, zack. Zack. Machen wir es mal dahin. Ist jetzt egal, ob das gleichmäßig ist oder nicht. Hauptsache, wir haben das erstmal hier ausgeleuchtet. Meine Hütte, die ist ja ziemlich groß, das heißt, wir müssen auch noch hier den Boden ein bisschen beleuchten, damit hier gleich keine Creeper und sowas spawnen. Und jetzt können wir hier die Truhen hinsetzen. Zack. Und schmeißen erstmal wieder alles da rein und was den Augen aus dem Sinn, das können wir dann hinterher alles noch sortieren. Zack. Wobei das erste, was ich noch machen wollte, war ich hier zu Ende bauen. Dass hier auch keine Viecher mehr so reinkommen. Aber erstmal legen wir uns. Also machen wir die Tür zu. Und dann legen wir uns hin und bauen jetzt hier eben kurz die Hütte noch aus, bauen die paar kleinen Bereiterchen noch. So, und dann sind wir für diese Folge auch schon zu Ende. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt gleich noch die Endcard. Und damit sage ich bis tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein, gehabt euch wohl, euer Lucky.